Jolo und herzlich willkommen zu einem neuen Nicht-Pop-Up-Schutz, Pop-Up-Schutz über Mikrofon oder nur Pop-Schutz, warum das ab, keine Ahnung. So, und zwar sind wir hier im Crystal-Labyrinth, das sich im Knochenpfad befindet und werden das Ganze jetzt machen. Oder, naja, wir sind eigentlich hauptsächlich fast nur Mitläufer und oder Zuschauer, weil wir machen hier keinen Schaden. Aber da es sich einige Male, also überraschend häufig, warum auch immer, gewünscht wurde, warum überhaupt so viele Leute von dem Labyrinth wissen, weil ich habe das Gefühl, bestimmt nicht mal jeder jeder 20. von euch war wahrscheinlich jemals hier drin. Also behaupte ich jetzt mal. Deswegen wundert es mich, aber ja, egal. Jedenfalls machen wir es jetzt mit unserer Gilde. Und ja, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich, wie ihr vielleicht auch seht, ja, ich sehe etwas anders aus als sonst gewöhnlich mit meinem Knight, weil der hat ja eigentlich ein Vampire und kein Devil's Set LSD. Liegt daran, dass das geliehen ist, ja. In letzter Zeit bin ich übelst der Schnorrer, ich leih mir so viele Sachen. Liegt einfach daran, dass ich das LSD auf meinem Blade habe und ich auf den Blade nicht kann. Also, ich komme auf den Char nicht drauf, weil das ist ein bisschen retarded und ehrlich gesagt, ich hab wirklich rumgeschrien, als das passiert ist. Hat der links Aggro? Nee. Lol. Richtig rumgeschrien, als das passiert ist, weil ich habe mich gestern, es war sau spät, ja, ich war saumüde, habe mich halt eingeloggt und dann, eingeloggt ganz normal, mein Char ausgewählt und dann halt mein Bankpasswort eingegeben. Wartet mal, kurz Power-Ups noch reinballern. Verändert zwar auch nicht wirklich was, aber egal. Besser als nichts. Und ja, dann... ich habe auch gar keine Mercs drin, lol. Ja, ich bin etwas... Ja, ich habe auch jetzt ewig nicht mehr mit dem Knight gespielt. Voll ungewohnt. Habe ich mein Bankpasswort eingegeben und dann kam halt so eine komische... Oder was heißt, es kam nicht mal eine Meldung. Es stand einfach nur oben drüber. Also das Fenster Bankpasswort nach dem Bankpasswort eingeben. Kam einfach nochmal. Und oben stand Fragezeichen Re-Entry. Irgend so ein komischer Scheiß halt. Und dann, der wurde echt nicht genommen, der WTF direkt an ihm vorbeigelaufen. Und dann musste man es halt einfach nochmal eingeben, dachte ich, oder beziehungsweise habe ich auch, ja. Aber ich habe es halt anscheinend falsch eingegeben, oder ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich war richtig müde. Es war um 2 Uhr in der Nacht oder so. Ich war wirklich arschlochmüde, deswegen habe ich es auch überhaupt nicht gecheckt, was da überhaupt passiert ist. Ja, ist halt auch der große Nachteil davon, weil ich habe keine Ahnung, was ich da eingegeben habe. Jedenfalls nicht das richtige Bankpasswort oder auch nicht das, was ich vorher hatte. Denn als ich es dann eingegeben hatte, das falsche, kam dann das nächste Fenster wieder eingeben. Ja, was eh schon total komisch ist, dass das dreimal kommt, ohne irgendwie falsch eingegeben zu haben. Also ohne die Meldung halt falsch eingegeben. Und dann sollte ja eigentlich dieses Mal eventuell auch mal ins Spiel kommen. Ich ins Spiel komme und dann kommt plötzlich Bankpasswort falsch. Und dann achte ich wirklich nochmal, also dann habe ich wirklich darauf geachtet, sofern man das sagen kann. Aber ich habe es ja heute auch noch zigmal ausprobiert, da mein richtiges Bankpasswort eingegeben. Und dann kam Bankpasswort falsch. Und das habe ich dann mehrmals gemacht. Und hier kann man duschen gehen, weil hier tropft Wasser von dem Stein runter. Habe ich dann mehrmals gemacht und hat aber nichts gebracht. Also es ist halt, ich weiß nicht, was ich da eingegeben habe. Ich habe dann auch das Passwort ein bisschen variiert, also 3 richtig, eine falsch eingegeben, aber das sind auch über 40 Variationen und, Schwachsinn, es sind viel mehr. Also es ist unendlich viele Variationen, das kannst du nicht alles ausprobieren, weil das Geniale an Flife ist ja, wenn du dein Bankpasswort 2-mal, nicht 3-mal, falsch eingibst, kommt eine 15-Minuten-Sperre. Da steht zwar falscher dritter Versuch, aber du gibst es nur 2-mal ein, beim 3. Mal kommt schon der falsche Versuch. Also du kannst es gar nicht 3-mal probieren, quasi, wenn ihr mir folgen könnt. Aber ist ja so oder so scheißegal, weil ich mit 3 Versuchen pro 15 Minuten, ja, gut, okay, wären schon einige Versuche im Tag, kann man jetzt nicht lügen, ich bin auch relativ lange online. Aber wer hat Bock, den ganzen Tag scheiß Passwörter ausprobieren? Vor allem, es kann halt wirklich alles sein, ja. Es kann die erste Ziffer falsch sein, die zweite falsch und die dritte, vierte richtig. Es können die ersten beiden falsch sein, dritte, vierte richtig. Es können 1 richtig, 4 richtig, 2... Ich habe keine Ahnung, was ich da eingegeben habe. Das ist totaler Schwachsinn, das auszuprobieren. Da sitze ich 50 Millionen Jahre dran. Nämlich greift irgendein Drecksviech an, macht man immer schnell platt. Schnell, in Anführungszeichen. Ja, wobei es so lange dauert, der ist eigentlich ein ganz normales Mob aus dem Knochenpfad. Höchstens, dass er wahrscheinlich mehr Schaden macht. Aber glücklicherweise... Ach, ich habe gar kein Pet draußen. Ah, fuck!
Oh mein Gott, das wird mir jetzt gerade erst bewusst. Der Blade hat auch mein... Oh mein Gott, okay, das fuckt mich... Okay, jetzt fuckt es mich noch mehr ab. Der hat mein Luia, mein Baby Luia. 6 von 6 Permabeats hat der auch. Und mein komplettes Schmuck und ein 20 Milliarden Set. Also der Blade, wenn ich den Char nicht mehr bekomme, ja. Also wenn der Support mir dann nicht weiterhilft, dann sind halt 100 Milliarden im Arsch. Die Hälfte meines gesamten Geldes ist weg. Praktisch das gesamte Equip von meinem Knight, abgesehen von Waffe und Set. Also komplettes 6 von 6 LSD, Perma-Beat-Pad plus kompletter Schmuck, zweimal der eine Ring, zweimal der Mois plus 14, alles weg. Also, das ist, ich habe rumgeschrien, ja, ich sag's, da war ich dann wieder wach, als ich das dann gemerkt habe, was da eigentlich los ist, da war ich wieder hellwach. Also, es ist so richtig behindert, ja. Und, ja, jetzt habe ich halt, wie gesagt, im Forum mich mit dem Account dann auch, genauso wie der Blade heißt, im Forum erstmal überhaupt angemeldet, dann Support geschrieben, auf Englisch allerdings, weil da steht ja auch noch so geil drunter, wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Sprache unterstützt wird. Und in dem Fall, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, weil erstens hat mir jemand geraten, ich soll es auf Englisch, in Englisch machen, weil man dann anscheinend schneller Hilfe bekommt oder angeblich, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist so oder so egal, an welchem Support ich das schreibe, beziehungsweise auf welcher Sprache ich das schreibe, weil so oder so, irgendjemand wird sich aber irgendwann mal drum kümmern, hoffentlich. Und ja, ist halt... Es ist einfach recht unglücklich, sage ich mal. Selbst zu zweit dauern die Drecksviecher relativ lange. Weil ich halt jetzt während des gesamten Zeitraums, wo diese Events sind, weil ich wollte den Blade tatsächlich ein bisschen leveln. Und das ist übrigens nicht mein ohne alles Blade, aber das sollte jetzt relativ schon klar sein, weil dem würde ich ja bekommen mein männliches LSD-Set geben und so. Ja, es war mein privater Blade. Und ja, mit dem wollte ich ein bisschen leveln am XP-Event, das ja kommen wird. Wahrscheinlich erst zu nächstes oder übernächstes Wochenende, aber trotzdem, es wird kommen. Und ja, ich meine, wenn das stimmt, was ihr mir alle immer über den Support sagt, dass der so scheiße ist und dass der mal 2 bis 5 Monate braucht, um einmal zu antworten, dann, ja, ist halt RIP, ne? Kriege ich die Sachen halt praktisch in einem halben Jahr wieder, wenn ich Glück habe. Und ja, das ist... Unglückliches schön ausgedrückt, sage ich mal. Und eigentlich habe ich überlegt, also jetzt erstmal eine Woche gar nicht mehr Half-Life zu spielen. Aber da habe ich mir gedacht, ja komm, scheiß drauf. Wenn es gut läuft, kriege ich die Sachen wieder. Und wenn ich dann jetzt ein paar Wochen nicht spielen soll, ist das auch scheiße. Und ja, aber es fuckt mich extrem ab, weil es sind halt wirklich alle meine Sachen quasi weg, die mein Knight besitzt, bis eben auf Set und Schwert. Und naja, gut, okay, es sind schon noch... Ja gut, das steckt auch eine Menge Kohle drin. Also ich meine, kann man wenigstens froh drüber sein, dass die Sachen nicht auch weg sind. Aber ja, es ist trotzdem extrem viel Geld, was in dem Char steckt. Beziehungsweise halt die ganzen Sachen, die der hat. Und ja, außerdem ist es einfach nur eine Frechheit, weil was ist das für eine verfickte Scheiße, dass ich spiele das Spiel seit Jahren, ja, und noch nie in meinem verfickten Leben musste ich mein scheiß verficktes Bankpasswort nochmal eingeben, beziehungsweise neu machen, ja, im Login-Fenster. Also wirklich... Es regt mich so auf, weil ich habe ja kein Problem damit, wenn das Spiel scheiße aussieht, ja, von der Grafik her und komplett verbuggt ist, ja. Sehe ich seit Jahren drüber hinweg und habe mich noch nie drüber aufgeregt, ja. Auch über Ghost-DCs und so, ja, über sowas regt man sich nicht mehr auf. Jedes andere Spiel würde sofort totgehatet werden, ja, aber bei Half-Life ist das halt normal. Okay, nimmt man hin, ja, aber dann ändern die einfach dein Bankpasswort, ja. Und ich meine, gut, okay, wenn ich hellwach gewesen wäre, hätte ich selber gemerkt, was für ein Idiot ich bin, beziehungsweise... Ein Idiot bin ich in beiden Fällen, ja, aber was willst denn du da machen? So was erwartest du einfach nicht, ja? Du erwartest nicht, dass du, wenn du mal aus Versehen dein Bankpasswort falsch eingibst, dass du dann dich nie wieder einloggen kannst, ja? Was ist das für eine verfickte Scheiße? Ich habe mein scheiß Bankpasswort schon 100.000 Mal falsch eingegeben, weil ich nicht gescheit aufgepasst habe oder weil ich es zu schnell gedrückt habe, ja? Und, ey, ich habe noch nie mein Char verloren, also ohne Witz, Alter, da werde ich einfach nur richtig aggressiv, Mann. Bei so einer verfickten Scheiße... Weil, was ist das für eine Scheiße, Mann? Es kann doch nicht sein, dass das jetzt genau ausgerechnet da einmal passiert. Das ist doch Schwachsinn, ey. Einfach nur wieder kompletter Scheißdreck, ey. Also ich sag's euch, ich hab echt überlegt, jetzt erstmal ein paar Wochen kein Half-Life zu spielen, deswegen, weil ich bin so angepisst einfach nur. Es ist wirklich, es sucht seinesgleichen. Also so angepisst bin ich selten wegen irgendwas. Weil es ist ernsthaft angepisst. Es ist nicht irgendwie, oh, ich habe nur Scheiße gedroppt, oh, ich droppe gar nichts mehr oder oh, ich krieg 5 Mental-Leg-Legs. Ja, das ist mad sein, aber angepisst sein ist bei mir anders, weil angepisst sein, da wünsche ich Leuten den Tod, ja. Also das ist eine ganz andere Stufe. Und gut, okay, ich wünsche jetzt niemandem den Tod, das ist natürlich Schwachsinn, aber ich meine nur von der Härte her, vom Unterschied, um den Kontrast,
euch näher zu bringen, ja. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie die Wege hier, also wenn Kiri oder, ja, nennen wir ihn einfach Kiri, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also richtig ausspricht, keine Ahnung. Jedenfalls laufen wir einfach ihm hinterher. Ich glaube, irgendwie immer rechts abbiegen und dann wieder zurück. Also die Map ist wahrscheinlich relativ simpel, aber wenn du die Map nicht kennst, ist es sau kompliziert, ja. Vielleicht blende ich euch die Map ein. Ach, ihr kennt mich, ich mach's eh nicht, aber ich könnte sie euch einblenden aus dem Forum. Puh, das war knapp. Aber ich hatte schon ein paar Ghost CCs. Das wäre jetzt das nächste, ne? Ja, könnte ich euch einblenden, weil ich könnte jetzt selber schnell nachschauen, aber dann würden wieder Frames droppen, deswegen machen wir das nicht. Aber ja, dann sieht man wahrscheinlich, wie einfach das eigentlich aufgebaut ist. Weil wahrscheinlich in allen vier Ecken ist so eine Pyramide und in der Mitte sind halt drei, vier Gänge und du musst halt einfach nur immer den richtigen nehmen. Wenn du es 10-mal gemacht hast, kennst du es auswendig. Genauso wie bei Aminus und überall halt, in jedem verdammten Dungeon, der mehr als einen Weg hat, sage ich mal. Also Tramlok und so ist ja sowieso ultra simpel. Aber ja, da muss man eigentlich einfach nur die Map kennen. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der Boy sich wieder rausbewegen kann aus den Roots. Haben sich mittlerweile ganz schön viele angesammelt. Okay. Aber so viel sind es eigentlich gar nicht mal. Naja. Ich glaube, wir sind jetzt eh ja noch ein oder zwei Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier noch einen Miniboss gab. Aber ich glaube, hier waren es tatsächlich nur diese behinderten Pyramiden. Kein Miniboss. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber es ist schon wieder... Ja, ist auch schon wieder 2 Monate oder so her. Eigentlich schon ziemlich lange. Wenn man mal drüber nachdenkt. Aber... Ehrlich gesagt, ich hatte nicht wirklich Sehnsucht nach dem Dungeon hier oder Behemoth oder Kalgas, weil die dauern so verdammt lang und du droppst halt meistens eh nichts. Oder eine Sache, die vielleicht 300 Mio wert ist, was sich eh nicht entschädigt, weil wenn du mit 3, 4 oder 5 oder noch mehr Leuten, naja gut, okay, mit noch mehr Leuten geht man eigentlich nicht rein, aber ja, trotzdem musst du die Kohle durch 3 teilen, beziehungsweise kriegt sowieso alles der Tank, weil der die ganzen Power-Ups und Food und den ganzen Scheiß benutzt. Von daher springt er eh kein Geld mit raus. Außer du hast halt einmal Glück. Aber, ja. Und wirklich Spaß machen tun sie jetzt, wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch nicht. Beziehungsweise mir macht das jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, so die ganze Zeit durch so extrem lange Dungeons zu gehen. Es gibt ja Leute, die feiern es richtig hart. Ich habe auch schon gelesen, mit dem neuen Update, da erwarten sich manche Leute, dass es mal so ein richtig krasser Dungeon wird, so 2 Stunden Länge oder so. Selbst wenn du mit 5 Leuten reingehst. Ja, und auch so sau schwer, dass du halt wirklich extrem gut sein musst und extrem aufpassen musst, dass du nicht stirbst und so. Ja, da frage ich mich, WTF? Also, naja. Wenn das ein bisschen schwerer ist, okay, aber dass er 2 oder 3 Stunden oder so geht, finde ich dann etwas übertrieben. Also da bin ich echt überhaupt kein... bin ich überhaupt nicht der Typ, ich habe mein Special-Dingens vergessen. Bin ich überhaupt nicht der Typ dafür, der sowas mögen würde. Also ich bin ganz zufrieden mit meinen 5-Minuten Dungeon Runs, ehrlich gesagt. Die finde ich jetzt nicht so schlecht, ja. Vor allem sind sie für euch auch ganz gut, weil jedes Mal so eine halbe Stunde irgendeinen Scheiß labern, dass man hier bis zum Endboss kommt und der dauert dann nochmal eine halbe Stunde. Ist, ja, nicht so einfach. Ja, übrigens, warum wir nicht TS sind, um das auch mal nach 13 Minuten anzusprechen. Ja, Flamehart meinte irgendwas von, keine Ahnung, keine Töne und dann habe ich auch gar nicht mehr nachgefragt, weil wenn dann einer nicht redet oder so, ist auch mega awkward. Also ist das eh übelst behindert. Das habe ich ja schon mal gesagt in der Folge. Wenn dann ich mein Intro mache und meine ganze Scheiße laber und dann hören die beiden quasi nur zu und ja, keine Ahnung, es ist, Alter, ultra awkward. Gibt's für Deutsch kein richtiges Wort für, finde ich. Also merkwürdig halt, komisch, ja. Es ist einfach wirklich komisch, also, ja, keine Ahnung. Also ich finde es einfach nur komisch, weil, ja, keine Ahnung. Ihr habt es außerdem, bei den letzten Runs haben wir fast gar nicht geredet auch. Also wir haben schon geredet, aber dann immer so wieder 3, 4 Minuten einfach nichts mehr gesagt und so. Deswegen, ja, wäre das dann halt dementsprechend genauso. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich ununterhaltsam. Gut, man sieht natürlich einen neuen Dungeon, von daher hat es natürlich trotzdem ein bisschen unterhaltungswert, aber... Ansonsten finde ich es dann trotzdem irgendwie doch schon komisch, wenn man fast gar nicht redet. Und wie gesagt, wenn man dann redet, würde halt ich fast die ganze Zeit labern, weil... Ja. Genau. Naja. Ach ja, und wegen dem LSD-Set habe ich schon gesagt, dass mir das jemand geliehen hat. Ich glaube schon. Oh, wir sind schon fertig, nice. Ups. So. Ah, oder auch nicht. Fuck. Ah, scheiße. Ich bin drauf reingefallen. Damn. Naja. So. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Den Scheiß habe ich noch nicht gemacht. Warum habe ich eigentlich so viele STA? FP? Habe ich schon immer so viel irgendwie? Na,
Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, habe ich echt keine Ahnung. Ich habe nicht mal Food auf der 1, ich habe Sneak auf der 1 noch. Ich hab's, seit wir in Kalgas waren, habe ich mit dem Knight nicht mehr gespielt, ey. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ah, ja. Aber ich glaube, lange kann es nicht mehr dauern. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht nochmal so viel, weil... Ja, wir sind jetzt schon 15 Minuten drin und der Dungeon war ja der kürzeste von allen. Haben sie auch vorhin nochmal betont, so 20 Minuten eigentlich. Ich glaube nicht, dass das jetzt 20 Minuten werden. Aber ich glaube nicht, dass wir zu dritt so schnell den Boss packen, ehrlich gesagt. Das ist der Devos übrigens, der Boss. Der hat voll das geile Schwert. Der hat das Schwert aus Shakes and Fidget, voll Copyright geklaut. Also Shakes and Fidget hat es geklaut, weil Flife gibt es natürlich schon... Ja, wobei. Wann kam das Crystal Labyrinth? Das kann er noch gar nicht so... Jetzt, ja, wobei, es könnte sogar... Ja, ein paar Jahre wird es auch schon auf dem Buckel haben. Ja, ich weiß es nicht. Na, Shakes and Fidget ist halt auch schon 7 Jahre alt, deswegen... Ja, wahrscheinlich hat es sogar... Ja, dann hat es wahrscheinlich sogar Flife geklaut. RIP. RIP. Erstmal Copyright anmelden hier. Gut, dass ich der Anwalt von Shakes and Fidget bin, beziehungsweise Playa. TF. Okay. Anscheinend hat er sich jetzt auch meinen Weg vertan. Läuft. Und irgend so ein Drecksviech greift mich an. Da müssen wir gleich mal schauen, welches es ist. Dass wir es killen können. Wenn wir jetzt zum nächsten Mal stehen bleiben. Aber es wird dann jetzt zu uns kommen. Oder? Was zum Teufel? Ich check gar nichts mehr. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich laufe einfach nur hinterher. Das ist... das Beste, was man tun kann. Oh, da ist der Pisser, der uns angreift. Oh, noch einer. Leute, ich greife zwei an. RIP. RIP me. Welche sind's denn jetzt? Die da. Ha. Scheiß Pisser. Ja, ist voll behindert, kein Blackstat mehr zu haben, ey. Ist richtig behindert. Nein, ich will keine Goldpille fu... Ey! Ja, RIP, ey. Wer ist denn jetzt der andere, Mann? Das ist ja unmöglich, den jetzt zu Hause zu finden, oder? Heilige Scheiße, wer... das ist unmöglich, aber ich glaube, wir killen jetzt eh einfach alle, oder? Ja. Eben. Boah, 14.000? Oh, das war nicht ich, der den Schaden bekommen hat, ne? Ne, kann er gar nicht sein. Boah, 14.000, das geht ja eigentlich noch voll klar. Ja, dann machen die mir in Dingens ja mehr Schaden. In Aminoskripta. Aber ja gut, okay, mein... Ja gut, okay, ich habe 3800 Def, mein Ranger hat 600 oder so. Wahrscheinlich würden die mir ja nicht mal 4000 machen. 14.000, oder? Na, ich glaube nicht. 14.000, na. Na, mit fast 4000 Def, ich glaube nicht. So. Ah, da ist er ja schon, der gute alte Devos. Ja gut, okay, ganz so aussehen tut es nicht wie ein Shakes and Fidget zugegeben. Aber es hat schon Ähnlichkeit. Es ist auf jeden Fall ein Dämonenschwert und es hat ein Auge. Oh, shit, jetzt habe ich euch gespoilert. Sorry. War nicht meine Absicht. So, warum hält denn der Scheiß eigentlich nur so kurz? Ich habe schon so lange nicht mehr Knight gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist. Beziehungsweise Templer. Puh. Ja. Ach ja, übrigens zum geskinnten CS kann ich nur sagen, ich persönlich bin kein Fan davon, ne? Das ist voll die Hipster-Frisur. Das ist die Dämonen-Hipster-Frisur. Lol. Einfach so ein random Scheißvieh. Lol. That guy. Hat sich auch einfach mal gedacht. Oh, da... Scheiße. Wie heißt es nochmal? Wie heißt denn das nochmal, wenn man irgendwas... Wenn eine Party-Crasher, Hochzeits-Crasher, heißt es so? Ich glaube schon, oder? Weiß es nicht. So. Mal die Missgeburten hier noch schnell killen. Ja, gut, okay, es hat fünf... Ja, okay, es hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit Shakes and Fidget zugegeben. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ah, ich hätte gerne das Schwert von dem. Um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn es einfach auch genauso lang wäre und mein Charakter, das stelle ich das mal vor. Das wird dann einfach... Ja, man, es wäre dann trotzdem nur so groß wie mein jetziges, weil es einfach die ganze Zeit komplett im Boden versunken wäre. Aber wenn ich es dann rausziehe... Ist einfach der halbe Bildschirm nur mit meinem Schwert voll. Das ist doch mal nice. Oder wäre nice. Schauen wir uns den Dude mal an. Auf jeden Fall sexy ist er. Dingens ist er auch.
Na gut, ich will jetzt niemanden hier beleidigen, deswegen sage ich es mal lieber nicht, aber er hat auf jeden Fall Stacheln an seiner Kleidung, also wisst ihr eh schon, worauf ich anspielen wollte. Aber mir ist gerade ziemlich eingefallen, wer das hat. Punks oder? Ich weiß es nicht. Irgend solche Leute. Irgend solche Randgruppen, die mich jetzt alle haten werden. RIP. RIP-Like-Button. Ich habe gerade gedacht, der trägt LOL. Der trägt Hausschuhe. Schau dir mal seine Schuhe an. What the fuck? Das sind diese asozialen Treter. Ihr kennt die, diese Schuhe mit den Löchern vorne. Diese aus Gummi da, diese, ihr wisst schon, diese richtig hässlichen, da, die wo jeder trägt. Da, heute war ich bei der Post, da hat die auch einer getragen, ja. So in schwarz. Also die, wo vorne diese Löcher haben und hinten ja diese Schlaufe, diesen Gurt, also wo so Halbschuhe. Also Halbschuhe ist schon das falsche Wort, eigentlich mein Halbschuhe ist ja was anderes, aber diese Latschen, wo irgendwie keine Latschen sind, keine Ahnung, wie man die nennt, ey. Boah, die sind so mega hässlich, ey. Und der trägt die einfach nur, dass sie vorne keine Löcher haben. Und in anderen Farben. Er trägt sie in coolen Farben. Er trägt die Hipster-Schuhe. Ja, ohne Scheiß trägt er echt. Wahrscheinlich ist das auch sein Bademantel. Das ist nicht mal sein Kriegsoutfit. Das ist sein Bade- und Schlafschwert und sein Bade- und Schlafmantel. Deswegen sieht er so aus. Sonst würde er uns übelst natzen. Und schau dich mal das an. Deadass. Okay. Zu viel des Guten. Oh, meine Power-Ups laufen gleich aus. Ja, so viel zum Thema 20 Minuten. Der hat noch nicht mal ein Viertel verloren und wir sind hier schon 21 Minuten drin. Da muss ich mich später direkt bei der Gildenleitung beschweren. Aber wirklich sofort. Haben wir eigentlich irgendwelche Beats, die wir reinmachen können? Ja, haben wir. Kommt jetzt vielleicht etwas spät. Zusätzlicher Schaden plus 50. Angriffstempo plus 7, ganz wichtig. Tja, ist die Frage, was bringt mir Angriffskraft plus 20 oder STR plus 3? Ich bin mir ziemlich sicher, Angriffskraft plus 20. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Ist ja auch scheißegal. Es macht eh überhaupt keinen Unterschied. Boah, nur 11.000. Was? Ich habe echt nur 11.200 ATK? Lol. Echt jetzt? Achso, okay, meine Power-Ups sind gerade ausgelaufen. Aha. Aha. 14.300. Ah, ich denk's mir auch, Alter. What the fuck? 5.000 weniger als mein Ranger? Das ist so schlecht, ist dem Sinne Equip jetzt auch nicht. Ja gut, ich habe keine Yukata-Gaunts aus irgendeinem Grund. Ja, ach, die hat er natürlich auch, der Blade. Ja, Rip. Stimmt. Ah, jetzt ganz viel. Oh, ja, stimmt. Ich sollte eigentlich angepisst sein. Warum habe ich so gute Laune? Fuck. Ja, so schlecht ist dem Sinne Equip eigentlich nicht. Eigentlich echt nicht. Eigentlich ist dem seine Equip relativ gut. Ja, dafür, dass nur ein... Also technisch gesehen ist ja der Char hier mein Twink. Und nicht andersrum. Also mein Ranger ist eigentlich mein Main momentan. Hat ja auch viel billigeres Equip, der Char hier. Und Set nur 28%. Keine 40. Und den Schmuck, den hat er jetzt eh vom Ranger stibitzt. Aber eigentlich nur die beiden der eine Ringe. Weil den Mäus habe ich ihm gar nicht rüber getradet. Den Blade, weil davon habe ich zu viele. Rich Kid, Hashtag Rich Kid. Davon habe ich so viele, dass ich da gar nicht rüber traden brauche. Ich habe eine ganze Bank voll mit dem Mäus plus 14. Easy. Nein, natürlich nicht, aber ich hab genug, sage ich mal. Für jeden Char ein paar. Kann es irgendwie sein, dass einmal zu viel Musik läuft? Nee. Es kommt erst... Ah. Es kommt die ganz normale Inflaris-Stehmusik, während wir ein episches Battle gegen Devos haben. Dem Viech, nach dem unser Server benannt ist. Alles klar. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Naja. Soll das eigentlich ein Thron sein, das da hinten? Ha. Warum rauchen die Kristalle eigentlich? Naja. Ich bin hier zu selten drin, um mich für die Story von dem Dungeon zu interessieren. Übrigens, ich habe keine Ahnung, was der droppt. Ich glaube Behemoth-Waffen und Kalgas oder Dryad-Teile. Naja, wahrscheinlich eher Dryad. Ja, wobei, nee, ist ja 135, nee, wahrscheinlich beides? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber er wird uns eh nichts droppen. Von daher ist es egal, was er droppen könnte.
Habe ich sonst noch was zu labern? Ah, habe ich euch das jetzt eigentlich gestern gesagt? Weil ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nee, ich habe es euch, glaube ich, nicht gesagt, oder? Ich meine, ich wollte es sagen, ich habe es auch erwähnt, aber ich habe es dann irgendwie doch nicht gesagt. Kann es sein? Wenn nicht, scheißegal, ich habe jetzt eh Zeit und nichts anderes. Es ist besser, als nichts zu sagen. Und zwar, wenn ihr euch bei Steps bewerben wollt, weil ich in der Gilde bin. Ja doch, ich glaube, ich habe es schon gesagt, weil genauso habe ich, glaube ich, gestern auch angefangen. Oder vorgestern, nee, ich glaube, es war gestern. Egal. Jedenfalls, wenn ihr euch bei Steps bewerben wollt, ja, weil ich in der Gilde bin oder auch nicht, weil ich in der Gilde bin, sondern einfach nur, weil es eine coole Gilde ist, ja, dann gebe ich euch den Rat. Also ihr müsst euch bewerben im Forum von uns, von unserer Seite. Also es gibt die Steps-Seite, von der kenne ich nicht mal die Domain, weil ich immer nur ins Forum gehe. Aber jedenfalls im Steps-Forum, forum.steps.info. Wenn ihr euch bewerben wollt, müsst ihr euch registrieren. Und dann gibt es einen Bewerbungsbereich, da gibt es eine Musterbewerbung. Und quasi könnt ihr die einfach nehmen und halt richtig ausführlich schreiben. Und wenn ihr das macht, ja, und unbedingt nochmal nach Rechtschreibfehler schauen, weil da bin ich persönlich einer, ich sag gerne mal, weil die wird dann zur Abstimmung freigegeben. Ja, das schreiben wir auch, also ich nicht, aber die Gildenleitung schreibt dann auch, ja, ist jetzt zur Abstimmung freigegeben, bla bla bla. In, was weiß ich, 3 bis 5 Tagen oder so kriegst du eine Antwort. Dauert natürlich ein bisschen, bis alle abgestimmt haben. Ist ja klar, weil nicht jeder 24/7 im Forum ist. Ach, das muss ich machen. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum ich eigentlich die ganze Zeit die falschen Skills einsetze, weil ich die ganze Zeit die falschen Tasten drücke. Ergibt Sinn. Und ja, genau. So einfach kommt man dann in die Gilde, beziehungsweise wenn ihr eine gute Bewerbung schreibt und ihr jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendeiner seid, wo jeder weiß, dass ihr ein Arschloch seid. Also nichts gegen jetzt irgendeinen von euch oder irgendeinen, der sich bewerben will oder wird oder was weiß ich. Aber ja. Ich meine, wenn halt jeder auf dem Server weiß, dass ihr irgendwie Leute abzieht und dass ihr irgendwie übelst der Mega-Pisser seid, dann, ja, werdet ihr wahrscheinlich nicht in der Gilde aufgenommen werden. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe mal auch nicht, dass irgendeiner zuschaut, der so jemand ist, weil solche Leute will ich nicht als Zuschauer haben. Genau. Und ja, dann, wie gesagt, so einfach ist das. Aber, ja, so einfach ist das. Wir kriegen immer wieder Bewerbungen, wo halt... Also was mich am meisten ankotzt, sind wirklich so extrem viele Rechtschreibfehler. Also ich mache selber Rechtschreibfehler, ja. Und ich sage ja nicht, dass es so schlimm ist. Aber man muss es halt immer so sehen, die Bewerbung ist ja immer der erste Eindruck. Und ich meine, es ist natürlich, es ist nur ein Spiel, ist schon klar. Aber der einzige Grund, warum wir ein Bewerbungssystem haben, ist ja, dass wir Leute rausfiltern, die wir eben nicht in der Gilde haben wollen, aufgrund von schlechtem Niveau, schlechtem Benehmen, bla bla bla. Ja, oder halt einfach nur, weil es Scammer und Trottel sind und so. Deswegen haben wir ja das System und nehmen nicht einfach so wie alle anderen Gilden einfach jeden auf, der ein gewisses Level hat und TS besitzt, weil TS besitzt jeder, also das ist sowieso so geistig behindert, dieses Aufnahmekriterium, Level 80 und TS, ja, geiles Kriterium, erstmal neue Hater kreieren hier, aber ja, das einzige Grund darum ist ja eben, Leute rauszufiltern, die eben nicht dabei sein sollten, weil sie eben wahrscheinlich das Gildenklima dann eher verschlechtern würden. Und dementsprechend muss man sich halt einfach nur darüber Gedanken machen, wenn ich da jetzt 100.000 Rechtschreibfehler drin habe und mich verkaufe, es könnte ich nicht besser schreiben als ein Vierjähriger an der Tastatur, ist halt die Frage, macht das so einen guten Eindruck? Vor allem, wenn man dann in die Bewerbung schreibt, ich bin 27 und kann nicht mal 5 Zeilen ohne Rechtschreibfehler schreiben. Oder was heißt ohne Rechtschreibfehler? Es geht wirklich um die krassen Sachen. Es ist wirklich so komplett falsch geschriebene Wörter. Wenn man Buchstaben vergessen, Punkt und Kommasetzung draufgeschissen. Na gut, okay. Ja, doch, draufgeschissen. Aber so wirklich komplette Wörter falsch schreiben und einfach Grammatik komplett im Arsch und sowas. Also, sorry, aber da hört es bei mir irgendwie schon auf. Weil vor allem, wenn dann wirklich drin steht 27, also da frage ich mich halt, 27 Jahre auf der Baumschule oder gar keine Schule? Also, ich weiß, es gibt Leute mit Lese. Ja, ihr könnt nicht schreiben, ich könnte nicht reden. Kann ich reden, Kappa? Nein. Aber, ja, ich weiß, es gibt so Leute mit Lese-Rechtschreibschwäche und so, aber da war ich schon immer der Meinung, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur eine Ausrede dafür, dass man es nicht kann. Aber da will ich mich jetzt nicht zu tief reinwagen, ja, und da soll jetzt auch gar keiner wieder in die Kommentare schreiben. Aber Dr. Peters und Wikipedia sagen, Blablabla, nein, das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, ja, und da kann jetzt auch keiner mit euch kommen, mir irgendwie ist das Schwachsinn oder so, weil das glaube ich einfach, ja. Deswegen, shut the fuck up. An die 9-mal Kluger und Erbsenzähler.
bin manchmal gerne selber neunmal klug, aber in dem Fall ist es echt einfach eine persönliche Meinung und da braucht man jetzt keine irgendeinen Scheiß zu labern. Aber ja, wie gesagt, das ist einfach so eine Sache, die ich mal ansprechen wollte, weil sich bestimmt auch schon Leute gewundert haben, eventuell auch Zuschauer von mir, weiß ich ja nicht, wer alles meine Videos schaut, wenn er sich in-game bewirbt, weil auf YouTube heißt der Jedanas ist in-game und so, und ich meine jeden Namen, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich meine, merke ich mir natürlich nicht, ich meine, ist unmöglich, so oder so, also auf YouTube und auch in-game, ja, ich meine, wenn mich einer 4 Wochen nicht mehr angeschrieben hat, dann keine Ahnung mehr, wer das ist, ja, genau. Ja. Genau. Ja, 30 Minuten sind schon. Also wie gesagt, ich muss hier echt eine Beschwerde einreichen. Da haben sie mir 10 Minuten meiner Zeit geklaut. Meiner wertvollen Zeit. Meiner wertvollen famous YouTuber-Zeit. In der Zeit hätte ich YouTube-Money verdienen können. In diesen 10 Minuten. Das ist wirklich tragisch. Schau dich an, wie sie sich immer hochhält, ne? Na, jedes Mal, wenn sie gestunt ist und ein bisschen Schaden bekommt, hält sie sich einfach mit ihrem Permapad hoch. Ja, und ich hier mit meinem low-fetten Scheiß-Pinguin, der rot auch noch ist, nicht mal blau. Muss mich fuden. Muss mich ernsthaft hochfuden. Ich lasse es jetzt einfach, ich sterbe nicht. Sagte er, kurz bevor er gewonnen-hittet wurde. Jetzt muss ich dann gleich mal Gegenschild aufmachen hier. Nicht, dass sie noch schreiben, dass ich weggehen. Ja, wobei ich es eigentlich sehe, ist das der Schwachsinn. Ups. Erstmal auf Feld anzugreifen. RIP. Greife ich überhaupt an? Na doch, da fliegt meine Waffe, ja. Gut. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wäre jetzt zu episch, wenn wir was droppen. Ich sag nur Meteo. Erster Try, erster Drop. War jetzt das in dem Fall nicht der erste Try ist, aber ihr wisst, was ich meine. Einmal gemacht, zack, boom, was gedroppt. Oder einmal Aufnahme gemacht, zack, boom, was gedroppt. Bei Meteo war es ja nur zufällig keine, zufällig das erste Mal. Ich wollte noch irgendwas wegen am Event vorhin, also vorhin dachte ich mir noch irgendwas wegen am Event, aber... Ah ja, doch, wegen den Reversion Scrolls, ja. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, holt euch nur die, weil alle anderen Sachen sind sehr wahrscheinlich seengebunden, also die Reversion Scrolls sind seengebunden, ja. Aber der Vorteil bei denen ist halt, die kann man ja trotzdem benutzen, ja, weil wenn du irgendwas neu erwecken willst, was immer mal vorkommt, kannst du die auf 2, 3 oder was weiß ich, wie viele Accounts ihr habt, überall bis zu, was weiß ich, 100, 120, also 4 Punkte ist ja, glaube ich, das Maximum, was man bekommen kann täglich, also rein theoretisch kannst du bis zu 120 Punkte bekommen, 120 Scrolls auf mehreren Accounts, das ist eine unglaubliche Menge, gratis, ja, und Sachen, die ihr erwecken wollt, könnt ihr einfach rübertraden. Das geht ja nur nicht, was soll ich denn finishen oder was? Nein, 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 nein. Dann soll ich es aber auch schreiben hier, damit, ey. Ja, wobei bei meinem Low Damage wäre jetzt in 100 Jahren nicht umgefallen. So, was jetzt? Ausloggen oder was? Du darfst downhunten, aber ich muss erst ausloggen. Ah, okay. Yeah. Achso, die schreiben im Normal Chat, lol. Ja, habe ich sogar den falschen Chat aufgehabt, ey. Pff, RIP. Boah, Stunt dann nochmal, ja. Na komm mal, ich drop jetzt hier. Da kommt jetzt der fette... Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Party Skills, ja. Puh. Ja. Habe ich mitgedacht, ne? Aber der hat eh noch, der hat safe noch ein paar Millionen oder so und bei meinem Damage dauert das eine Weile, bis die down sind. Weiß gar nicht, wie viel der insgesamt hat. Also Meteonica hat 100 Millionen. Aber ich weiß nicht, wie viel Desmodon hat. Der hat da wahrscheinlich mehr. Also Aminoscripta Boss. Also verfluchte Minoscripta Boss. Keine Ahnung, wie viel AP der hat. Wahrscheinlich so... Ja, wobei der ist ja auch 101. Aber ist der verflucht, also muss er stärker sein. Also wenn überhaupt, hat der normale Desmodon 100 Millionen, auch wie Meteonica. Also Red Meteor. Dann hätte der wahrscheinlich schon so 150 oder sogar 200, 300. Ich habe keine Ahnung, wie viel AP die haben. Eigentlich ist ja auch scheißegal, aber... Wahrscheinlich hat der hier schon so 5, 6, 700 oder so, mindestens. Wahrscheinlich. Na, wobei, ich glaube, die hat nicht mehr... Ja, er hat nicht mehr als 500, glaube ich. Sonst wäre er jetzt nicht so schnell gegangen. Weil wir sind zwar schon zu zweit, aber ja. Also Damage-Dealer, aber trotzdem. 500 Mio dauern schon ganz schön lang und sehr viel mehr würde er nicht haben. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, ich weiß es nicht, ist ja egal. So, vielleicht stirbt er dann auch irgendwann mal, schauen wir mal.
9000 Schaden, ey. Oh, das erinnert mich an die ganz schwachen Zeiten zurück, also noch bei August gelevelt. Oh Gott. Der blockt aber auch jeden Schlag, ne? Da kommt man ja gar nicht durch. Vorhin habe ich, glaube ich, mal 99.000 gemacht. Ja. Ja. 147. Ja, gut, das war aber mit HC. Das zählt ja nicht. Ja, jetzt übertreibt mal, Alter. What the fuck, ey? Wie viele Millionen sind das denn? Ja, selbst mit 10.000 sind das jetzt schon easy peasy. Oh, was waren das gerade? 192.000? Nee. Was denn, lol? Doch, das waren doch gerade 200.000. Waren's auch. Wow. Much drops. Such luck. Moonstone und ein verficktes Gratin, Alter. Wollen die mich eigentlich schon wieder komplett ficken oder was? Aber dieses elendige Scheißspiel, Mann. Ja, habe ich das jetzt gerade laut gesagt? Meinte ich natürlich nicht. FlyF, beste Spiel EU. Caparino, Caparino, Cappuccino. Naja, dann danke nochmal an meinen Gildendude, der mir mein LSD-Set, das sein LSD-Set, ich meinte natürlich mein neues LSD-Set. Das habe ich natürlich gefunden, das gebe ich niemandem zurück, weil es mir gehört. Auf jeden Fall nice, dass es mir geliehen hat, sonst wäre das Ganze jetzt eh nicht möglich gewesen. Also natürlich schon, aber LSD ist schon krass. Wobei der, ja, bei der Maske verstehe ich nicht ganz, was das soll. Aber ich hatte bis vor kurzem auch noch eine falsche Maske, deswegen kann ich ihn nicht verurteilen, aber ich werde es ihm wahrscheinlich gleich mal sagen, dass er die ändern kann. Weil das ist schon irgendwie komisch, weil die Maske hat doch echt keinen Mensch. Ja, wobei, es hat Nahkampfabwehr, vielleicht ist es tatsächlich deswegen. Das könnte sogar tatsächlich sein. Aber, muss ich ihn fragen. Vielleicht hat er es echt mit Absicht. Und ja. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, genau. War jetzt der letzte Dungeon, den wir noch nicht gemacht haben. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir alles andere haben wir schon mal gemacht und auf Video. Kolosseum, alles. Kalgas, Behemoth. Ja gut, diesen schwulen General im Knochenvater. Da gibt es ja quasi den Devos quasi fast genauso nochmal. Gibt es nochmal so einen fetten Typen, der auch extrem viel Schaden macht. Den haben wir noch nicht gemacht. Also haben wir schon gemacht, aber auch nicht aufgenommen. Aber dann, wenn wir den machen würden, hätten wir dann wirklich alles gemacht. Wundert mich. Bis vor einem Jahr oder so hatte ich das alles noch nie gemacht. Ja, und jetzt habe ich alles gemacht. Feels good, man. Na egal, auf jeden Fall sorry für das lange Video, aber ihr wolltet es sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, rein und ciao, ciao.